So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Taker. Ja, heute ist Sonntag, heute geht es mal wieder um den Rush Royale Free-to-Play-Account. Und ja, da gucken wir mal kurz, was Neues gibt. Ist nicht ganz so viel tatsächlich. Ich habe die Woche über leider kaum Zeit gehabt, den Free-to-Play-Account zu pushen. Ich hatte ja Schweißerprüfung, wie der ein oder andere eventuell weiß, und ein bisschen Stress auf Arbeit. Deswegen konnten wir eigentlich fast gar nicht zocken, aber wir haben ja die Woche eine kleine News noch bekommen nach unserer Wochenshow-Ausgabe am Dienstag. Ja, wir greifen einfach mal vor. Am nächsten Dienstag wird es ja wieder die nächste Wochenshow geben mit den News. Aber wir gucken mal rein. Und zwar Update 7.1 ist in der Zwischenzeit rausgekommen. Und da rushen wir mal ganz schnell durch. Und zwar, es gibt zwei neue Einheiten, wie wir auch schon im letzten Video besprochen haben. Haben wir uns auch schon durchgelesen, was die so machen. Eevee und Gargoyle. Ansonsten die Änderungen am Spiegelkampf sind online. Die Eventbelohnung und Kosten für das Kaufen einer Runde variiert für Arena-Spieler und Spieler, die die Ligen erreicht haben. Heißt, niedrigere Spieler werden wahrscheinlich weniger bezahlen müssen, um einen neuen Versuch zu kaufen. Startet ja heute Nacht, Spiegelkampf. Sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall reingehen und eventuell, ja, am Dienstag mal gucken, wie es da gelaufen ist. Die Anzahl der Eventpunkte, die deinen Platz in den Top 100 bestimmen, wird basierend auf dem Gesamtsiegen in jeder Runde gezählt. Helden-Eventkämpfe werden mit dem besten Gegenstand nach Seltenheit und Stufe in deinem Inventar ausgerüstet, okay? Zu den Eventbelohnungen gehört jetzt Gegenstände und die Fragmente, die erforderlich sind, um diese Gegenstände herzustellen. Ansonsten noch die Änderung im Clan-Turnier. Truhen, die für deinen Platz im Clan-Turnier bekommst, erhältst du jetzt weniger gewöhnlich selten und epische Karten, dafür aber mehr Gold. Nur Spieler, die mindestens die erste Liga erreicht haben, bekommen legendäre Karten als Turnierbelohnung. Spieler, die Ligen erreicht haben, erhalten einen persönlichen Multiplikator für Ruhmpunkte, der auf ihrer Liga basiert. Zum Beispiel ist der persönliche Multiplikator für Liga 1 mal 2, für Liga 5 mal 2,5 und für Liga 10 mal 3. Sehr interessant, heißt, PvP-Spielen lohnt sich jetzt noch mehr, um im Clan-Turnier Bonus zu bekommen. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der erhaltenen Turnierpunkte beträgt die für das Erreichen der Ziellinie in der ersten Phase erforderlichen Punkte jetzt 65.000 und in der zweiten Phase 92.000. Achtung, zwischen den einzelnen Clan-Turnieren gibt es jetzt eine regelmäßige einwöchige Pause. Diese Änderung ist bereits in Kraft getreten und das nächste Clan-Turnier beginnt am Montag, den 6. September. So sieht's aus, in der aktuellen Woche gab es ja kein Clan-Turnier. Der Bannerlord wurde abgeschwächt, haben wir schon drüber gesprochen. Ansonsten gab es noch ein paar Balance-Changes. Der Kristallmagier und der Inquisitor können jetzt ja, nicht mehr ins Unendliche ihre Schadensmultiplikatoren stacken. Der Kristallmagier nur noch 800% und der Inquisitor 500%. Der Kultist wurde ein bisschen verbessert. Der Schadensbonus von 100 auf 300% und der anfängliche Schaden von 133 auf 140. In der dritten Form erhält er einen 5%igen Bonus für kritischen Angriff und überträgt diesen an benachbarte Kultisten. Habe ich ausprobiert, meiner Meinung nach immer noch nicht relevant, die Einheit in den Top-Ligen. Deswegen, ja. Änderung an Karriere-Quests. Wir haben für die Quest Sammle 35 Einheiten auf Stufe 10 zu Sammle 31 Einheiten auf Stufe 10 geändert. Sehr gut, denn bisher brauchte man da ein paar Einheiten, legendäre Einheiten auf 10. Und ja, wie ihr alle wisst, ist das nicht ganz so leicht, wenn man nicht die komplette Kreditkarte ins Spiel drückt. Wir haben die Quest erreiche 900% kritischen Schaden zu erreiche 1200% kritischen Schaden geändert. Finde ich in Ordnung. So, das waren soweit die Änderungen, die ins Spiel gekommen sind die Woche. Passend dazu haben wir heute tatsächlich im Shop den Gargoyle drin. Werde ich mir auch direkt mal gönnen für 3000. Free-to-Play-Account hat also damit den Gargoyle schon mal. Ja. Zum Gargoyle stand ja, dass man den eventuell mit Portalmagier und so ausprobieren kann. Werden wir aber jetzt nicht machen, denn wir probieren jetzt nochmal ein Deck aus, was mit der Fraktion ganz gut läuft. Und den Gargoyle werden wir uns nächste Woche mal anschauen, ob sich der lohnt zu spielen. Wenn ihr es schon wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, mal gucken, ob es hier irgendwelche Belohnungen noch gibt. Siegesrausch ist vorbei, haben wir glaube ich nicht groß gespielt, aber 2000 Gold nehmen wir mit. Da kommt nochmal der Gargoyle, ja. Ist auch nicht sonderlich selten, der Gargoyle, deswegen, let's go, was gibt's hier? Oh, eine Safe Legendary. Gucken wir mal rein, was es hier Schönes gibt. Bogenschützen. Jäger. Schleifstein.
Ingenieur, 64 Ingenieure, sehr gut, sehr gut. Und? Triade. Jetzt nicht die beste, die wir hätten kriegen können, da was wir schon hatten, aber nehmen wir trotzdem mit. Wir wollen ja nicht zu viel meckern. Ansonsten gab es hier nochmal gut Gold. 44.000 Gold auch am Start. Sehr nice. Oh, hier würde es eine Ausrüstung geben im Premium Pass, aber den kaufen wir ja nicht. Zweimal Kristallmagier, sehr gut. Ansonsten haben wir hier noch ein paar weitere Aufgaben fertig. Sammeln wir mal schnell alles ein hier. Zerstöre insgesamt 20 Bosse im PvP-Modus. Karrierequest auch ein bisschen vorangeschritten, sehr gut. 900, ja, 700 gewöhnliche Monster, kein Problem. Oh, ein paar Kristalle for free, sehr gut. Ansonsten, ja, immer schön die Karrierequest machen für Free-to-Play. Spieler auch sehr, sehr lohnenswert. Was gibt's hier? Oh, Trickster. Nice, nehmen wir mit. Sehr schön. So, ansonsten ist natürlich Siegesrausch gestartet. Da werde ich vielleicht nachher auch nochmal reinstarten mit dem Free-to-Play-Account. Mal schauen. Vielleicht streamen wir heute auch mal Rush Royale. Mal schauen. So, ansonsten wisst ihr ja die Fraktion der Woche. Gerne das Video vom Dienstag auschecken. Packe ich euch am Ende des Videos in die Beschreibung, in die Vorschläge. Wir haben ja hier den Donnermacher. Haben wir ja schon gesagt, der ist back. Ich habe auch gerade eine Runde gespielt. Schade, dass ich die noch nicht aufgenommen habe vor dem Video. Da hatte ich tatsächlich einen Donnermacher auf höchster Stufe. Das war nice. Wie gesagt, alle 60 Sekunden erhöht sich der Rang des Donnermachers, weil wir jetzt in dem Deck nur den Donnermacher drin haben, um 1. Da lohnt es sich vielleicht am Anfang noch nicht, so viele Einheiten zu spawnen, wenn man jetzt einen Donnermacher hat zum Beispiel. Das heißt, nach 60 Sekunden geht er jetzt auf 3 und bevor der erste Boss kommt, würde er auf 4 gehen sozusagen, auf Fusionsrang 4. Aber wir wollen eigentlich einen Vampir haben, ne? Das Deck ist, ja, perfekt. So lässt sich hier arbeiten. In dem Deck. Ich spiele trotzdem immer noch mit Vampir-Stack, den am Anfang Hochmana-Power-Ups für zusätzliches Mana. Das geht immer ganz gut. Unser Gegner struggelt jetzt schon. Was ist da los? Oh, 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 oh. Zack, jetzt ist er auf 3. Und dann ungefähr 8 Sekunden, bevor der nächste Boss kommt, geht er auf 4 hoch. Sehr nice auf jeden Fall. Muss man noch ein bisschen ausnutzen bis morgen. Da ändert sich ja die Fraktion wieder. Und ja, wenn ihr dann wieder Interesse habt, zu wissen, wie die neue Fraktion ist, was man da so spielen kann, gerne im Dienstagsvideo vorbeischauen. Und ja, ihr wisst ja, wir nehmen da jetzt regelmäßig Dienstags- und Sonntags-Videos auf jeden Fall. Vielleicht können wir in Zukunft da auch noch mehr machen, aber im Moment soll das erstmal reichen. So, jetzt hat er sein Feld auch wieder ganz gut im Griff hier oben. Ich spawn jetzt extra noch keine Einheiten. Wie gesagt, ich will erst den Rang 4 hier kriegen. Ich setze mal kurz den Trainer ein. Und dann können wir auch gleich Einheiten spawnen. Zack, und jetzt let's go hier. Ja, ich mach mal die Power-Ups. Auch falls er uns jetzt eventuell eins wieder runterhaut, nehme ich jetzt im Kauf. Ja, eins haut er uns wieder weg. Ah, ist okay, ist okay. So, den heben wir mal kurz auf noch hier, den Triade. So, wir spulen mal ein bisschen vor, falls das Match hier doch wieder länger geht. Immer noch großer Kritikpunkt, ihr wisst, ich erwähne es immer. Die Games dauern zu lange, obwohl es auf dem Free-to-Play-Account tatsächlich noch geht. Aber ja, insgesamt zu lange die Games. Bis gleich. Lange geht es dann doch nicht.
Der Gegner hat enorme Probleme mit seinem Deck und sollte ein easy win für uns werden. Also, wie gesagt, die Woche Donnermacher, absolute Win-Condition, vor allem in dem Trophäenbereich, wo ich mich hier mit dem Free-to-Play-Account befinde. Da muss ich heute, glaube ich, doch nochmal ein bisschen pushen. Die 4000 sollen nächste Woche jetzt doch endlich mal stehen. So, hier gibt es noch eine Holzkiste. Let's go. 600 Gold. Hier können wir uns auch mal langsam überlegen, was wir mit dem Gold machen, ne? Ob sich das lohnt, im Spiegelkampf vielleicht einzusetzen oder ob man hier sich irgendwas mal holt. Hier so eine Kiste vielleicht mal. Könnte man mal drüber nachdenken. Wenn ihr da Tipps habt, lasst es mich wissen. Ansonsten schreibt gern eure Meinung in die Kommentare zum Format. Gefällt es euch weiterhin oder nicht? Und gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer das Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.